Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem 3D. Wir schauen mal, was sich hinter dieser Tür befindet. Leben. Und ein eingefrorenes Schweinchen. So, die nehmen wir direkt mal mit. Können wir jemanden anrufen? Leider nicht. Da haben wir nicht allzu viel Schuss für. Da haben wir relativ viel Schuss für. Habe ich auch noch Schweine. Ach, guck mal, da unten können wir aber nichts machen. Okay. Hätte ja sein können. Ich glaube, wir frieren noch ein bisschen ein hier. Was war das jetzt? Irgendjemand schmeißt hier mit Granaten. Kann das sein? Ruhe da oben. Irgendwelche wichtigen Dokumente. Ist die Tür haben wir jetzt wahrscheinlich mal aufgemacht. Oder den Safe. Haben wir sonst hier noch irgendwas versteckt? Sieht er. Ah! Okay, dann weiß ich, wo der Schaden herkommt. Minen. Stirb mal bitte. Merke, irgendwie bin ich noch ein bisschen langsam heute Morgen. Okay, da können wir da irgendwas umstellen. Dahinter ist doch was. Da möchte ich gerne hin. Da noch was Schönes. Da waren wir schon überall. Okay, 1 wäre freigeschaltet. Da brauchen wir eine Keykarte dafür. Ah. Ach, ist das hier so ein Kombi-Rätsel? Oder was wird das? Ach, vielleicht, wenn wir überall jetzt was drin haben. Nee. Kriegen wir das halt auf. So, jetzt. Schuhe. Müssen wir da irgendwie durch? Das geht ja immer noch nicht auf, genau. Da hinten kommen wir auch noch nicht hin. Können wir da irgendwo durch? Ah ja. Eine Beta-Version, das ist doch schön. Dann wuseln wir doch mal direkt darüber. Nehmen Leben mit. Hier ist Delta. Das bringt uns nirgends hin, habe ich den Eindruck. Da kämen wir dann wieder zurück. Da irgendwas machen. Ich
Ich habe auch nichts aufgesammelt hier im Hintergrund. Ich könnte mal speichern wieder. Delta bringt aber auch nichts. Where is it? Ah, guck mal da, Gamma-Weichen. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Huch. Vielleicht muss ich ja wirklich hier raus. Ah, okay, dann können wir das halt einfach nur umstellen. Frage ist, was bringt das hier? Naja, ich renne sie einfach mal durch, um zu gucken, was das ist. Wir haben ja gespeichert. Mehr als den Knopf haben wir hier aber nicht, oder? Frage ist halt, was bringt der? Hier nichts. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass wir das wieder hier irgendwo rein schlingeln dann müssen. Dann halt hier irgendwo mitfahren, aber na gut, jetzt sind wir halt in irgendeinem Ding drin, wo wir nicht mehr rauskommen. Dass wir das vielleicht irgendwie antriggern müssten, hier schon mal. Ne, dann kommen wir aber nicht mehr raus. Oder? Ne. Also hier mit den Dingern weiterfahren bringt nichts. Da kommen wir halt nicht. Also werden wir halt hier festgesetzt. Interessantes Rätsel. Drehten das eigentlich? Die beiden. Hier haben wir sonst nichts mehr. Ich habe mich irgendwie hochgebackt. Schön. Sollte wohl nicht so sein. Tatsächlich gerade ratlos, wie das funktioniert hier. So also auch nicht. Puh. Bringt aber auch irgendwie nichts. Ich meine, wir können hier nichts großartig machen. Können wir die sagen, vielleicht können wir das ja anschießen, das Ding, oder? Nope. Wir haben jetzt hier einen Raum, wo nichts ist. Also halt die Zugänge zu den anderen Dingern.
Es bringt auch irgendwie nichts. Ich meine, wir kommen entweder so hin oder halt von dem Ding da hinten. Und es dreht ja nur diese beiden Bereiche. Ach, warte mal, vielleicht dreht sich ja dann irgendwas. Aber hier ist halt auch nichts mehr. Nee. Dass wir dann zu irgendeiner anderen Tür kämen, aber... Das ist nicht der Fall gerade. Nee. Bringt absolut null. Ach, guck mal. Das habe ich ja ganz übersehen. Dann schauen wir mal. Da müssen wir raus. Genau, dann bei Delta. Hep. So. Doch noch was gefunden. Sehr schön. Keine Gegner da? Ja. Hallo, meine liebe Keycard. Das ist auch gut. Vielleicht fahre ich dann doch wieder nach unten und gehe auf dem regulären Weg zurück. Hep. Nochmal bitte. So, und dann ab durch den Beta. Alpha. Hier war ich ja noch gar nicht. Ah, ich glaube, wir müssen hier nochmal drehen. Ja. Alles klar. Okay. Interessant. Ah, wir haben es geschafft. Hallo? Oh, hi. Du kamst da etwas ungelegen. Mit dir war nicht zu rechnen. Ich glaube, dann baller ich einfach mal rein, oder? Ich glaube, das ist sinnvoller. Reinballern ist ja eigentlich immer sinnvoller. Ja. Machen wir es so. Ich möchte jetzt ungern an einem von euch sterben. Danke. So, wir haben es überstanden. Zwar auch wieder mehr schlecht als recht, aber nein. Geht's da weiter? Oh, hier war ich schon. Ungut. Jungs, ich habe doch viel zu wenig Leben für den Scheiß hier. Okay, also quasi hier wieder am Anfang. Erwischt zumindest mal. Ah.
So. Wir haben Ruhe. Und wir haben das Ende des Levels erreicht. Ready for action. Sehr schön. Mal gucken, was jetzt kommt. Zumindest relativ chillige Musik. Mal wieder Canyon. Und Leben. Und Pistolenmuni. Ah. Und ihr. Ah gut, das hat sich gelohnt, hier gerade noch ein bisschen Muni aufzusammeln. Was war das? Ach, Feuer. Wo geht's denn hier hin? Okay. Keine offensichtlichen Secrets hier. Schade. Hier vielleicht? Nope. Kaputt. So, können wir die Dings gerade mal aufgebrauchen. Wie kommen wir da eigentlich rüber? Frage ich mich gerade. Guck mal, da geht's auch irgendwie hoch. Kommen wir da hoch? Nee. Na, das ist auch nicht verkehrt. Ich denke, das können wir jetzt gebrauchen. Juhu! Come get some. Wieso gehst du nicht drauf? Gut, da brauchen wir eine Karte. Hi. Eine Unterwasserstadt hier. Nein. Es sind eigentlich zu viel von euch da und die Pistole macht mal wieder viel zu wenig Schaden. Echt lächerlich. Du kriegst damit halt nichts kaputt. Außer euch halt. Aua. Haben wir ein Jetpack? Yep, gut. So. Es sieht nicht rosig aus. Medipack haben wir keins. Ah, da oben ist Leben. Immerhin. Ein wenig Muni. Und relativ viel Muni. So schön, der hat gesessen. Der Sprung leider auch. Hier wieder nichts versteckt. Schade, schade. Ist auch hier relativ dunkel alles.
So, dann jetpicken wir uns mal hier hoch. Kommst du denn hier? Ja, ich würde nur sagen, können wir auch gerade mal einen Folgenstopp machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.